Männer. Sind Sie wohl verrückt geworden? Können Sie nicht die Augen aufmachen, wenn Sie über die Straße gehen? Verena. Was ist denn los mit dir, Philipp? Plötzlich stürzt du davon und läufst hinter einem fremden Mädchen her. Dabei wärst du um ein Haar unter ein Auto gekommen. Ich glaube, ich hatte wirklich den Verstand verloren. Jedenfalls für ein paar Augenblicke. Ich bin einer Toten nachgelaufen. Verena ist tot. Aber eine gewisse Ähnlichkeit... Von wem sprichst du eigentlich, Philipp? Wer ist diese Verena? Ich habe ihren Namen noch nie gehört. Und wieso ist sie tot? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Wir kennen uns schon so viele Jahre, dass ich kein Geheimnis vor dir habe. Außerdem muss ich mit jemandem darüber sprechen. Gehen wir doch dort drüben in das Café. Nun, Philipp, was willst du mir erzählen? Also, es begann vor 3 Wochen in München. Es ging um ein großes Projekt. Naja, so um die 500.000 Mark. Im Hotel habe ich Verena kennengelernt. Ich weiß selbst nicht, wie es geschah, aber wir fühlten beide, dass wir ein Leben lang auf diese Begegnung gewartet hatten. Liebe auf den ersten Blick? Ach, das wäre ein viel zu schwaches Wort gewesen für das, was wir füreinander empfanden. Ach. Ja, ich kann die 2 Tage nicht beschreiben, die nun folgten. So etwas habe ich noch nie erlebt. Es war die Vollkommenheit einer Liebe, die unbeschreiblich ist. Verena empfand das Gleiche wie ich. Wir waren wie verzaubert. Immerhin besitzt du 5 große Druckereien. Und wenn du auch mehrfacher Millionär bist, musst du dir an dem Auftrag gelegen sein. Natürlich bin ich meinen geschäftlichen Verpflichtungen nachgekommen, aber das war nebensächlich. Was zählte, war nur Verena und meine Liebe zu ihr. Ach ja? Sie war Journalistin und arbeitete für verschiedene Zeitschriften. Leider konnte sie nur 2 Tage in München bleiben, weil sie von dort aus nach Paris zu einem Interview fliegen musste. Dann hatte sie nur wenig Zeit für dich. Ich brachte sie zum Flugzeug. Wir hatten uns verspätet und mussten uns beeilen. Ihre Maschine wurde gerade aufgerufen, als wir ankamen. Ich verabschiedete mich von ihr und sie ging zum Schalter und gab ihre Koffer auf. Ja, und? Das war das Letzte, was ich von ihr sah. Ich habe am Abend in ihrem Hotel in Paris angerufen. Und sie war nicht da? Nein. Verena war nicht angekommen. Ihr Flugzeug ist abgestürzt. Es gab keine Überlebenden. Später habe ich dann ihre Todesanzeige in der Zeitung gelesen. Ihr Vater hatte sie aufgegeben. Ach, du lieber Gott. Das tut mir aber leid, Phil. Wie schrecklich für das Mädchen. War sie jung? Viel zu jung. Furchtbar. Dieses Unglück muss dich hart getroffen haben. Ich habe es immer noch nicht verwunden. Wenn man immer auf die große Liebe gewartet hat und plötzlich begegnet sie einem, das verändert das ganze Leben. Ich wollte, ich könnte dir helfen. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Du bist eine wirkliche Freundin für mich. Vielleicht kannst du, gerade als Frau, mich gut verstehen. Eine tragische Geschichte, Phil. Aber eines Tages musst du dieses Mädchen vergessen. Das Schicksal ist grausam, aber die Zeit heilt. Das klingt vielleicht albern, aber es ist dennoch wahr. Ich kann mir nicht denken, dass ich Verena je vergesse. Na, jetzt begreife ich auch, warum du vorhin so durcheinander warst. Dieses fremde Mädchen, das erinnerte dich an Verena. Ja, aber ich habe mich geirrt. Als ich sie dann im Taxi sah, habe ich es erkannt. Armer Phil. Du verstehst mich wirklich, Cora. Es war lieb von dir, dass du mir zugehört hast. Wollen wir heute Abend essen gehen? Gern. Wie hieß Verena eigentlich mit vollem Namen? Verena Comtesse von Benthoven. Aber sie war sehr bescheiden. Sie vermied es, ihren Adelstitel zu benutzen. Sie brauchte auch keinen klingenden Namen, um ihre Persönlichkeit zu unterstreichen. Cora war allein in ihrem Modesalon, als eine schlanke, ältere Dame das Geschäft betrat. Sie eilte ihr entgegen. Oh, Mutter, gut, dass du kommst. Ich platze vor Wut. Cora, Kind, was ist denn geschehen? Hast du geschäftlichen Ärger? Wenn es das nur wäre. Was ist es dann? Stell dir vor, Philipp hat sich in ein anderes Mädchen verliebt. In irgend so eine Reporterin aus München. Bin ich ihm vielleicht nicht gut genug? Aber wer weiß, wie sich diese Person an ihn herangemacht hat. Langsam, Cora, langsam. Willst du damit sagen, dass Philipp dieses Mädchen heiraten will? Das ist Gott sei Dank nicht möglich. Sie ist tot. Aber dennoch, allein die Tatsache bringt mich auf, dass er sich in sie verliebt hat. Was regst du dich auf, wenn sie tot ist?
Eine Tote kann keine Rivalin sein. Oh, doch, Mutter. Er glaubt jetzt schon, sie in anderen Frauen zu sehen. Glaubst du, ich könnte einen Mann heiraten, der immer nur an eine andere denkt? Ich hätte mich nicht immer als seine Freundin hinstellen sollen. Wir müssen uns wohl etwas einfallen lassen. Schließlich können wir nicht zulassen, dass eine andere dir Philipp vor der Nase wegschnappt. Eben. Stell dir vor, was er mir für ein Leben bieten könnte. Ich kenne sonst keinen Mann, der so reich ist wie er und so jung. Ich auch nicht. War es denn wirklich so ernst? Und wie? Ich wäre bei dem Gedanken, dass ich ihn um ein Haar verloren hätte, fast in die Luft gegangen. Du musst dich mehr um ihn bemühen, Cora. Du musst ihn dazu bringen, dass er dich möglichst bald heiratet. Die Tote darf dich nicht stören. Die wird er mit der Zeit vergessen. Du hast recht. Ich will Phil heiraten. Er hat viel Geld und kann mich verwöhnen. Das zählt. Ebenfalls an diesem Tag eilte Sigrid Graul durch die Gänge der Privatklinik ihres Mannes, Dr. Eckhard Graul. Vor seinem Arbeitszimmer fand sie ihn. Eckhard! Liebling, was ist denn? Du bist ja ganz aufgelöst. Verena ist tot. Verena? Das ist doch nicht möglich. Das kann ich einfach nicht glauben. Woher weißt du es? Aus der Zeitung. Ich habe ihre Todesanzeige gelesen. Und wieso habe ich sie nicht gelesen? Es ist eine alte Zeitung. Ich habe sie auf dem Markt bekommen. Das Gemüse war drin eingewickelt. Ganz zufällig habe ich die Anzeige gelesen. Warum hast du die Zeitung nicht mitgebracht? Es kann doch alles ein Irrtum sein. Kein Irrtum, Eckhard. Ihr Vater hat die Todesanzeige aufgegeben. Das ist ja entsetzlich. Wann ist sie gestorben? Ich habe nicht auf das Datum gesehen. Es war ein Unglücksfall. Ihr Flugzeug ist abgestürzt. Der arme Junge. Einen Vater hat er nie gekannt und nun ist auch noch die Mutter tot. Wir können Gerd nicht stillschweigend bei uns behalten. Das musst du einsehen. Ja, das verstehe ich. Es wäre allein kein Problem, wenn Verenas Vater, der Graf, nicht so störrisch wäre. Durch seine Schuld hat Verena damals Schloss Benthofen verlassen. Wenn der Graf wenigstens wüsste, dass er einen Enkelsohn hat. Aber er hat doch keine Ahnung. Es hilft alles nichts. Wir müssen den Jungen zu ihm bringen. Wir können ihn doch nicht bei uns behalten. Wir würden sonst mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Was soll denn der Junge bei dem alten Mann auf dem Schloss? Ich kann mir nicht denken, dass dem Grafen etwas an dem Jungen liegt. Wir werden ihm vorschlagen, dass wir das Kind adoptieren. Und dazu brauchen wir seine Zustimmung. Hoffentlich gibt er sie uns. Er wird aus allen Wolken fallen. Gottlieb Graf von Benthofen blickte seinen Butler erstaunt an, als dieser ihm Besuch meldete. Ich kenne keinen Dr. Graul, Henry. Der Herr sagt, er komme in einer dringenden privaten Angelegenheit. Er hat auch noch eine Frau und ein kleines Kind bei sich. Ein Kind? Da bin ich wirklich gespannt. Lassen Sie die Herrschaften eintreten, Henry. Wie Sie wünschen, Herr Graf. Bitte sehr, wenn Sie hereinkommen möchten. Wir haben von dem tragischen Tod Ihrer Tochter gehört. Sie sind gekommen, um Ihr Beileid auszusprechen. Das auch. Wir haben Verena gut gekannt. Ja, und? Ja, es ist eine lange Geschichte, aber ich will mich kurz fassen. Wir sind hier, um Ihnen Verenas Sohn zu bringen. Ihr Enkelkind. Sie behaupten, dieses Kind ist Verenas Sohn? Ich behaupte es nicht, es ist so. Ich habe hier den Auszug vom Standesamt. Das ist ja unerhört. All die Jahre hat sie mir den Sohn verschwiegen. Aber sie wird wohl ihre Gründe gehabt haben, dieses Produkt einer verbotenen Leidenschaft geheim zu halten. Vielleicht sollte ich Ihnen dazu ein paar erklärende Worte sagen. Ja, das sollten Sie. Der Verlobte Verenas ist kurz vor der Hochzeit an einer Embolie nach einer Gallenoperation gestorben. Ihre Tochter war sehr unglücklich damals und sie wusste nicht, an wen sie sich in ihrer Not wenden sollte. So ist sie zu uns gekommen. Und was soll nun werden? Es ist ihr Enkelsohn. Ich will das Kind nicht. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich kann verstehen, dass Sie so plötzlich keine Beziehung zu dem Kind haben können. Deshalb möchten meine Frau und ich Ihnen auch einen Vorschlag machen. Bitte. Wir möchten den Jungen adoptieren. Und dazu benötigen wir Ihre Einwilligung. Vielleicht wäre es auch rechtlich besser, wenn das Kind bis zum Zeitpunkt der Adoption bei Ihnen bliebe. Um Gottes Willen, muss das sein? Es wäre ja nur für kurze Zeit. Dann würden wir Gerhard wieder zu uns nehmen. Nein, nein, das ist ganz ausgeschlossen. Wir dachten, Sie wollten Ihr Enkelkind vielleicht erst besser kennenlernen, bevor Sie einer Adoption zustimmen. Aber wenn Ihnen nichts daran liegt, Sie leben ja sehr zurückgezogen, wie Verena uns erzählte,
Ich sehe ein, dass es schwierig für Sie ist, mit einem kleinen Kind fertig zu werden. Sie trauen mir das nicht zu? Es wäre wohl mehr eine Frage der Einstellung zu Kindern. Ich habe nichts gegen Kinder, gar nichts, im Gegenteil. Ich habe mir früher immer einen Jungen gewünscht. Leider ist es anders gekommen. Nun, Junge, wollen wir es mal für eine Weile miteinander versuchen? Bist du der Weihnachtsmann? Ich werde Mühe haben, ihm das auszureden. Wir gehen jetzt und lassen den Jungen hier. Sobald wir alle Papiere zusammen haben, die wir zur Adoption benötigen, melden wir uns wieder. Ist Ihnen das recht? Ich bitte Sie, bleiben Sie doch zum Essen. Sie haben einen langen Weg gemacht, um mich zu besuchen. Und für den Jungen ist es wohl auch besser, wenn Sie nicht gleich gehen. Ja, Sie haben recht. Wir bleiben gern noch ein wenig. Darf man eintreten, schöne Dame? Komm nur, Rudolf. Ich bin gleich fertig mit meinem täglichen Bericht. Himmel, ist das heiß hier in Kalifornien. Das kann man wohl sagen. Soll ich Ihren Drink kommen lassen, Verena? Nein, danke. Oh, ein paar Tage noch, dann geht es zurück nach Deutschland. Dort ist jetzt Herbst. Ja, endlich. Ich muss sagen, diese Tour hat mir gereicht. Mir auch. Solch eine Wahlreise mit dem Gouverneur dieses Landes ist wirklich anstrengend. Und alles kam so schnell. Wenn ich nur Zeit gehabt hätte, zu Hause alles zu regeln. Wie meinst du das? Du lebst doch allein, oder nicht? Ja, das schon, aber gerade als dieser plötzliche Auftrag zu dieser Reise kam, wäre ich lieber in Deutschland geblieben. Aha. Ich habe mich einfach mit der Amerika-Reise überrumpeln lassen. Stell dir vor, ich hatte schon meinen Koffer nach Paris aufgegeben. Da kam in letzter Minute, gerade als ich zur Maschine gehen wollte, der Anruf der Redaktion. Und da hast du alles stehen und liegen lassen und bist nach Kalifornien geflogen? Ja, erst nach New York und von dort aus hierher. Sogar ohne meine Koffer. Die waren schon in der Maschine nach Paris. Ja, das ist nun mal so in unserem Beruf. Du hast also etwas versäumt, als du hierher geflogen bist. Vielleicht das Glück meines Lebens. Um Gottes Willen. Hättest du denn gar nichts tun können? Nein, leider nicht. Ja, also ich genehmige mir noch einen vor dem Essen. Bis später. Bis später, Rudolf. Verena blickte sinnend aus dem Fenster. Sie dachte an Philipp Sander, den Mann, den sie von ganzem Herzen liebte. Sie hatte versucht, Philipp von New York aus zu verständigen, aber bei der Auskunft hatte keine Rufnummer der Sander-Werke vorgelegen. Verena verstand das nicht. Wie hätte sie auch wissen können, dass Philipps Druckereien unter dem Namen Bender-Druckereien firmierten, dem Namen, unter dem sie schon vor Jahrzehnten von einem Großonkel Philipps gegründet worden waren. Niemand hatte ihr gesagt, dass Philipp Sander privat eine Geheimnummer hatte. Verena fieberte ihre Rückkehr nach Deutschland entgegen. Wenn da nur nicht die Angst gewesen wäre, die Angst, dass er sich von ihr abgewandt hatte, weil er 4 Wochen lang nichts von ihr gehört hatte. Einige Tage später war Verena wieder in Deutschland. Sie eilte in ihre Wohnung und sah mit bebenden Händen die Post durch. Doch ein Brief von Philipp war nicht dabei. Das konnte sie nicht verstehen. Sie hatte doch auch alles versucht, mit ihm zu telefonieren. Warum hat er für sie nicht einmal einen Gruß über? Ihr Blick fiel auf das Foto ihres Sohnes Gerhard, das auf dem Tisch stand, und sie griff zum Telefon. Graul? Guten Tag, Sigrid. Ich bin froh, dass ich dich erreiche. Wer ist da bitte? Erkennst du meine Stimme nicht? Ich bin's, Verena. Ich verbitte mir solche üblen Scherze, wer immer sie auch sind. Wie bitte? Aber Sigrid! Das gibt's doch nicht. Raul? Sigrid, was ist denn nur los? Warum willst du nicht mit mir sprechen? Hier ist Verena. Du musst doch meine Stimme erkennen. Abermals legte Sigrid Graul auf. Verwirrt fragte Verena sich, was in den vergangenen Wochen geschehen sein mochte, dass ihre Freundin nicht mit ihr sprechen wollte. Sie musste es herausfinden. Deshalb fuhr sie mit ihrem Wagen zu der Villa, in der das Arztehepaar wohnte. Guten Tag, Monika. Darf ich reinkommen? Deine Mutti ist doch da, oder? Mutti, Mutti, komm ganz schnell, Mutti. Ja, Monika, was ist denn? Nein,
Sigrid, möchtest du mir nicht endlich erklären, was los ist? Habe ich irgendetwas Besonderes an mir? Du benimmst dich, als wäre ich Dracula oder sowas ähnliches. Du bist es also wirklich. Ich muss mich setzen. Komm rein. Sigrid, was ist los? Ich kann es noch gar nicht fassen, dass du lebst. Hä? Ich dachte wirklich vorhin am Telefon, dass sich jemand einen schlechten Scherz mit mir erlauben wollte. Warum sollte ich nicht leben? Heutzutage ist es nichts Besonderes, nach Amerika zu fliegen. Die Indianer sind ganz zahm. Du solltest nicht auch noch Witze darüber machen. Für uns alle war es ein großer Schock. Nun stehst du da, als wäre nichts geschehen. Aber was ist denn geschehen? Das weißt du nicht. Nein, ich sehe nur, dass ihr euch alle höchst seltsam benehmt. Das ist alles. Wir sind seit einigen Wochen der Ansicht, dass du tot bist. Umgekommen beim Flugzeugabsturz bei Paris. Du lieber Gott, davon wusste ich nichts. Die Maschine ist abgestürzt, mit der ich hätte fliegen sollen? Ja, und alle sind tot. Das darf nicht wahr sein. Wie kommt es, dass du den Absturz überlebt hast? Weiß es dein Vater schon? Nein, ich komme gerade aus Amerika zurück. Das verstehe ich nicht. Du warst also gar nicht in Paris? Nein, ich hatte zwar mein Gepäck schon aufgegeben, aber dann kam ein Anruf von der Redaktion. Ich musste sofort in die ebenfalls startbereite Maschine nach Amerika. Ja, aber warum glaubten alle, dass du mitverunglückt bist? Warum stand eine Anzeige in der Zeitung? Da mein Gepäck abgezeichnet war, nahm man an, dass ich in der Maschine war. Das muss auch aus der Passagierliste hervorgegangen sein. Man hat dann meinen Vater unterrichtet. Oh, welch ein schrecklicher Irrtum. Ich muss sofort Eckert verständigen. Wart bitte einen Moment. Ich möchte ihn vorbereiten. Ich bin gleich zurück. Ist gut, Sigrid, ich warte. Ist der Junge im Kinderzimmer? Nein, er ist... Was ist mit ihm? Sitz dich doch bitte wieder. Was ist mit Gerhard? Ich muss dir was erklären. Es war so. Wir mussten doch glauben, dass du nicht mehr lebst. Ja, und? Eckert und ich haben uns mit deinem Vater in Verbindung gesetzt. Wir mussten es tun. Willst du damit sagen, dass du den Jungen nach Schloss Benthoven gebracht hast? Ja, es war doch unsere Pflicht. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ja, was hätten wir denn sonst tun sollen? Wir mussten doch so handeln. Euch trifft keine Schuld. Aber ich kann das alles nicht begreifen. Mein Vater muss doch der Schlag getroffen haben. Er war ein wenig durcheinander, das stimmt. Aber er hat sich schneller mit der Situation abgefunden, als wir gedacht haben. Ja. Wir haben ihm gesagt, dass wir Gerhard adoptieren möchten. Ich werde wohl zu ihm gehen müssen, wenn ich mein Kind wiedersehen will. Vielleicht ist es noch das Beste an der ganzen Sache, Verena. Du versöhnst dich mit deinem Vater. Er wird jetzt mehr Verständnis für dich haben. Ich hatte den Eindruck, dass sein angeblicher Tod ihn sehr getroffen hat. Oh, es wird ihn gänzlich umhauen, wenn er erfährt, dass ich lebe. Er wird mir eine höllische Szene machen. Aber das muss ich durchstehen, wenn ich mein Kind wiederhaben will. Ich hole jetzt Eckert. Warte einen Moment. Ist gut. Während Sigrid davon eilte, um ihren Mann zu holen, dachte Verena an den Mann, den sie liebte, an Philipp Sander. Ihre Verzweiflung war abgeklungen und hatte einer großen Entschlossenheit Platz gemacht. Sie wollte Philipp Sander finden, egal wie. Sie konnte nicht ohne ihn leben. Und sie durfte ihn nicht seiner Trauer um sie überlassen. Denn dass er trauerte, darüber war sich Verena klar. Sie glaubte wieder an seine Liebe und alles, was er ihr gesagt hatte. Ich werde ihn finden, dachte sie, und wenn ich bis ans Ende der Welt gehen müsste. Graf Gottlieb hatte seinem Enkelsohn Gerhard ein Kinderzimmer einrichten lassen und den Butler Henry beauftragt, für ein Kindermädchen zu sorgen. An diesem Tag betrat der alte Graf das Kinderzimmer, in dem Gerhard spielte. Mittlerweile stand er dem Kind längst nicht mehr ablehnend gegenüber. Spielst du mit mir, Onkel? Komm mal her, mein Junge, und höre mir mal gut zu. Ja, Onkel. Weißt du, mein Junge, ich bin nicht irgendein Onkel. Ich bin dein Großvater. Das darfst du nicht vergessen. Großvater. Dein Opa. Deine Mutter war meine Tochter und deshalb bist du mein Enkel. Opa? Monika hat auch einen Opa. Du bist mein Opa? Ganz für mich allein? Ja, dein Opa. Für dich allein, mein Junge. Du willst doch bei mir bleiben, nicht wahr? Ich... Es wird dir schon gefallen auf Schloss Benthoven. Und wenn du ein paar Jahre älter bist, kaufe ich dir einen Pony und du lernst reiten. Würde dir das Spaß machen? Ein Pony wie in meinem Bilderbuch? Ja, so eins. Au, prima. Na, siehst du, wir werden uns schon verstehen. Und jetzt gehen wir hinunter und essen Kuchen. Ja. Herr Graf, Herr Graf. Henry, was ist denn? Eben ist ein Anruf gekommen. Ihre Tochter Verena... Was ist mit Verena? Sie ist tot. Nein, eine Dame hat eben angerufen und gesagt, dass Verena auf dem Wege hierher ist. Sie muss gleich da sein. Henry, das ist ein schlechter Scherz. Was sollen wir tun, Herr Graf?
Was sollen wir schon tun? Gar nichts. Wir warten ab, was geschieht. Vergessen Sie dieses dumme Gespräch. Sie werden sehen, es erweist sich als übler Scherz. Jemand klingelt. Ich sehe nach, Herr Graf. Tun Sie das. Komm, Gerhard. Wir holen uns Kuchen. Fein, Opa. Vater? Verena? Ich bin's, Vater. Bitte bleib ganz ruhig. Ich werde dir alles erklären. Mama, Mama, du bist wieder da. Oh, mein Junge. Oh, mein Junge, komm in meine Arme. Mama, Mama. Du lieber Himmel, das ist doch nicht möglich. Sie sehen meiner Tochter ähnlich wie aus dem Gesicht geschnitten. Vater, ich bin deine Tochter. Ich lebe. Ich bin nicht tot. Ich war nicht in der Maschine, die abgestürzt ist. Alles war ein Irrtum, ein schrecklicher Irrtum. Ich muss mich setzen. Nein, lass dich umarmen. Oh mein Gott, Verena. Ich kann es noch gar nicht glauben. Es ist wie ein Wunder. Opa. Ja, mein Junge. Deine Mutter ist wieder da und ich bin sehr froh. Du verzeihst mir, Vater? Du wirst mir alles schon noch in Ruhe erklären. Jetzt wollen wir nicht darüber reden. Ich möchte nur wissen, willst du das Kind wieder zu dir nehmen? Es ist doch mein Sohn, Vater. Ja, er ist dein Sohn und mein Enkel. Er ist ein lieber kleiner Kerl, nicht wahr? Ja, das ist er. Ich danke dir, Vater, dass du ihn so gut aufgenommen hast. Ich bin sehr froh darüber. Er hat sich hier eingelebt und du solltest das Kind nicht ständig in eine andere Umgebung bringen. Möchtest du denn bei Opa bleiben, mein Liebling? Ja, bei Opa. Bleibst du auch hier, Mami? Bald bin ich nur noch für dich da. Bestimmt. Auf rein, Mami. Verena blieb 2 Tage lang auf Schloss Benthoven. In langen Gesprächen wurden die Unstimmigkeiten zwischen dem Grafen und ihr ausgeräumt. Dann endlich überbrachte ein Privatdetektiv, den Verena beauftragt hatte, die Adresse von Philipp Sander und Verena erfuhr, weshalb sie den geliebten Mann von New York aus nicht erreicht hatte. Verena beschloss, Philipp zu besuchen und mit ihm zu sprechen. Der Detektiv hatte ihr zwar seine Telefonnummer gegeben, doch sie wollte nicht noch einmal so etwas erleben wie bei ihrem Anruf bei ihrer Freundin Sigrid. Philipp Sander befand sich in seinem Büro, als Verena das Werksgelände erreichte und ihren Wagen abstellte. Zur gleichen Zeit betrat Cora Bergmann sein Arbeitszimmer. Sie war entschlossen, ihre Heiratspläne energisch zu verfolgen. Ach, Cora. Schön, dich zu sehen. Ich war gerade in der Nähe und wollte dich fragen, ob wir nicht gemeinsam zu Mittag essen wollen. Was? Oh, ich finde, du arbeitest zu viel. Es kann dir nicht schaden, wenn du dein Büro mal für ein paar Stunden verlässt. Tja, nett, dass du dich um mich sorgst. Irgendjemand muss das ja schließlich tun. Also, wie ist es? Ach, ich habe in 5 Minuten eine Besprechung mit unserem Betriebsrat. Das wird eine Weile dauern. Och, kannst du das nicht absagen? Was wollen denn die Leute von dir? Die Belange meiner Angestellten und Arbeiter interessieren mich, Cora. Ich bin nun einmal ein Unternehmer, der nicht nur an seinen persönlichen Vorteil denkt. Och, wie lange wird die Besprechung dauern? Das kann ich dir nicht sagen. Ich werde hier auf dich warten. Es macht mir einfach keinen Spaß, allein zu essen. Ach, wenn du mit deiner Zeit durchaus nichts Besseres anzufangen weißt, warte auf mich. Wenn du was trinken möchtest, bedien dich. Danke, mir wird's bestimmt nicht langweilig. Also dann, bis später. Bis später. Ausgerechnet jetzt muss er weg. Herr Leit, Herr Sander ist in einer Moment. Konferenz. Sind Sie angemeldet? Wer ist denn da im Vorzimmer? Ich kann Ihnen leider keine andere Auskunft geben. Darf ich ihm bestellen, dass Sie hier gewesen sind? Wie ist bitte Ihr Name? Verena Contes von Benthoven. Das darf nicht wahr sein. Na, warte. Kommen Sie doch bitte herein, Comtesse. Wir können ja gemeinsam warten. Oh, das ist nett. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Ich warte ebenfalls auf meinen Mann. Wir wollen gemeinsam zu Mittag essen. Aber er muss zuerst eine Betriebsratsbesprechung hinter sich bringen. Sie müssen wissen, Phil ist ein sehr sozial denkender Chef. Ja? Verzeihen Sie, dass ich mich eingemischt und Sie hereingebeten habe. Aber Phil hat mir vor ein paar Wochen von einer Comtesse von Benthoven erzählt, die leider tödlich verunglückt ist. Sind Sie mit dieser Dame verwandt? Ich bin Verena von Benthoven. Ach, tatsächlich? Dann sind Sie also gar nicht tot? Ach ja, wie interessant. Das wird auch meinen Mann beeindrucken. Ich glaube, er schätzt Sie sehr. Ihren Mann?
Ja, wissen Sie, Philipp ist ein sehr labiler Mann. Er verliebt sich alle paar Monate einmal. Und dann muss ich ihn gewähren lassen. Ich weiß ja, dass er letztlich doch immer wieder zu mir zurückkommt. Welche andere Frau würde auch so viel Toleranz aufbringen wie ich? Sehen Sie, ich habe nichts gegen Sie. Ich bin sicher, dass Philipp sich über Ihren Besuch sehr freuen wird. Es ist schon hin und wieder vorgekommen, dass er mir einer seiner, seiner Freundinnen vorgestellt hat. Oh, Sie sehen schlecht aus, meine Liebe. Ich habe fast den Eindruck, dass Philipp Ihnen nichts von seiner Ehe mit mir erzählt hat. Na, so sind eben die Männer. Ein Whisky? Nein, danke. Ich kann mir vorstellen, dass es für Sie nicht angenehm ist, all diese Dinge erfahren zu müssen. Aber vielleicht hat alles so kommen müssen. Ist es nicht besser, Sie wissen, woran Sie sind? Philipp wird sich nicht herausreden können, wenn er gleich kommt. Ich möchte gehen. Wenn ich etwas für Sie tun kann? Nein, danke. Das heißt, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihrem Mann nichts von meinem Besuch erzählen würden. Sie würden mir wirklich einen großen Gefallen tun. Den Wunsch erfülle ich Ihnen gern. Glauben Sie mir, ich kann Sie verstehen. Ich nehme allerdings an, dass Philipps Sekretärin Ihren Namen notiert hat. Ich werde mit ihr sprechen. Leben Sie wohl, Frau Sander. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Comtesse. Eine junge Dame wie Sie wird schnell einen Ersatz für einen Mann wie Philipp finden. Sie wollen schon gehen, Comtesse? Mein Besuch hat sich erübrigt. Bitte sagen Sie Herrn Sander nicht, dass ich hier gewesen bin. Es könnte ihn möglicherweise ärgerlich machen. Wie Sie wünschen. Dann streiche ich Ihren Namen aus. Wie betäubt verließ Verena das Büro. Philipp Sander hatte sie belogen. Wie glücklich war sie doch gewesen, als sie ihn kennengelernt hatte. Sie hatte sich ihre Zukunft mit Philipp so schön vorgestellt. Und nun dies. Nun diese furchtbare Enttäuschung. Wenn er sich getröstet hätte, weil er glauben musste, dass sie tot war, nun gut, das hätte sie verstanden, aber dass er sie von Anfang an belogen hatte, darüber kam sie nicht hinweg. Der Herbst mit seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen nahm Philipp Sander in Anspruch. Nicht immer konnte er die Einladungen absagen, obwohl er das am liebsten getan hätte. In der ersten Zeit bat er Cora, ihn zu begleiten, was sie mit dem größten Vergnügen tat. Aber dann forderte er sie nicht mehr dazu auf, denn es kam das Gerücht auf, dass er heimlich mit ihr verlobt sei. Als ihm das zu Ohren kam, zog er sich merklich vor ihr zurück. Dann aber wollte es der Zufall, dass er Cora auf einem Fest begegnete, zu dem Cora von einer Freundin eingeladen worden war. Guten Abend, Philipp. Cora, guten Abend. Du vernachlässigst mich, mein Lieber. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns ausgerechnet auf einer Party treffen. Seit einer Woche habe ich nichts von dir gehört. Ich muss mich hin und wieder in der Gesellschaft sehen lassen. Damit will ich nicht sagen, dass es mir großes Vergnügen bereitet. Und warum bist du nicht mit mir hierher gekommen? Vielleicht wollte ich einmal allein sein. Immerhin sind wir nicht miteinander verheiratet. Es war nicht gerade schön, das zu sagen. Ich wollte dich nicht kränken, Cora, aber es wird auch dir nicht entgangen sein, dass man schon über uns spricht. Ich wollte dir das ersparen. Aber warum, Phil? Ich finde es schön, wenn man über uns spricht. Hast du wirklich etwas dagegen? Meinst du nicht, wir sollten die Leute schon langsam daran gewöhnen? Ich möchte dich keinem dummen Geschwätz aussetzen, Cora. Denn schließlich wollen wir ja nicht heiraten und ich will deinen Plänen nicht im Wege stehen. Du weißt, dass ich ein bestimmtes Mädchen nicht vergessen kann und an eine Ehe will ich vorerst nicht denken. Ach, niemand erwartet, dass du schon im nächsten Jahr heiratest. Cora, wir wollen gute Freunde bleiben. Du bist nicht die Frau, die ich heiraten werde. Du brauchst einen Mann, der dich liebt. Ich würde das niemals können. Du willst mich also zur Seite schieben. Aber Cora, wer spricht denn davon? Genauso habe ich es verstanden. Aber keine Sorge, ich dränge mich nicht auf. Cora. Es gibt zum Glück noch richtige Männer und nicht nur so sentimentale Narren wie dich. Irgendetwas muss geschehen. So geht es nicht weiter mit dir, Kind. Natürlich freue ich mich, dass du wieder zu Hause auf Schloss Benthoven bist, aber wenn du den ganzen Tag mit einer Leichenbittermine herumläufst, frage ich mich, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn du in deinem Beruf geblieben wärst. Ich habe erst heute wieder ein Angebot bekommen, Vater. Und wirst du es annehmen, Verena? Ich habe gedacht, ich könnte mich hier in der Abgeschiedenheit von allem lösen, was einmal war. Aber das war wohl falsch. Rudolf Strube hatte recht. Arbeit lenkt von trüben Gedanken ab. Rudolf Strube? Wer ist das? Ein Kollege. Ich glaube, ich nehme das Angebot an.
Du fährst also wieder in der Weltgeschichte herum. Aber eines solltest du wissen. Vor sich selbst kann man nicht weglaufen. Auch nicht, wenn man um die ganze Welt reist. Ich weiß, Vater. Aber die Arbeit und die Zeit werden mir helfen. Deine Heimat ist jetzt wieder Benthoven. Wenn du genug hast von der weiten Welt, kommst du zurück. Ich werde immer hierher zurückkommen, Vater. Ich bleibe auch nicht lange fort. Weihnachten bin ich auf jeden Fall zurück. Vergiss nie, dass hier zwei Menschen sind, die immer auf dich warten. Und die sich sehr freuen, wenn du wieder bei ihnen bist. Das vergesse ich nie. Auf einer Geschäftsreise, die ihn nach Wien führte, erfuhr Philipp Sander, dass Verena noch lebte. Er sah sie zufällig in einer Fernsehsendung, in der sie ein anspruchsvolles Interview führte. Er war wie elektrisiert. An diesem Abend war es zu spät, die Suche nach Verena aufzunehmen. Doch am nächsten Morgen wandte er sich an den Fernsehsender, der das Interview ausgestrahlt hatte. Er ahnte nicht, dass Verena zu dieser Zeit auf Schloss Benthoven weilte. Mami, Mami, da bist du ja wieder. Gerhard, ja, da bin ich wieder, mein Liebling. Opa sagt, dass uns das Christkind bald besucht. Das stimmt doch, Mami. Aber gewiss doch. In 7 Tagen, mein Schatz. Komm, wir wollen ins Haus gehen. Mami, Opa hat gesagt, vielleicht bringt das Christkind eine Eisenbahn. Eine richtige Eisenbahn, die auf Schienen fährt. Wenn Opa das sagt, wird es auch stimmen. Mami, jetzt fährst du doch nicht mehr weg, oder? Bestimmt nicht mehr vor Weihnachten, mein Liebling. Das ist Opa. Da bist du ja, mein Kind. Komm, lass dich umarmen. Ach, Vater. Ich freue mich so, dass du wieder da bist, Verena. Jetzt werden wir richtige Weihnachten auf Benthoven haben. Oh, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, Weihnachtseinkäufe zu machen. Aber ich habe ja noch ein paar Tage Zeit. Gott sei Dank. Wir haben dich im Fernsehen gesehen, Mami. Du bist schön. Ach, Kind. Doch. Es hat mir auch gefallen gestern Abend. Ist alles so gelaufen, wie du es dir gedacht hast? Du hast wieder diesen traurigen Blick, der mir gar nicht gefällt. Ach, es ist schon alles in Ordnung, Vater. Opa, ich möchte Mami etwas zu Weihnachten schenken. Gehst du mit mir in die Stadt? Aber natürlich kaufen wir zusammen ein Geschenk. Morgen? Ja, morgen. Er hat sich schon die ganze Zeit über den Kopf zerbrochen, was er dir schenken könnte. Es schneite leicht, als Philipp Sander das Haus der Fernsehanstalt verließ. Er war wie betäubt und trotzdem so erregt wie noch nie in seinem Leben. Erst am späten Nachmittag hatte er endlich erfahren, dass er eine ganz aktuelle Sendung und nicht etwa einen schon vor längerer Zeit aufgezeichneten Film gesehen hatte. Jetzt wusste er, dass Verena tatsächlich noch lebte. Er glaubte, ihre Stimme zu hören. Ich liebe dich, Philipp. Nie, nie in meinem Leben habe ich das für einen Menschen gefühlt, was ich für dich empfinde. Und dann plötzlich war sie aus seinem Leben verschwunden. Was war geschehen? Er wollte es ergründen. Am nächsten Vormittag betrat er das Haus, in dem Verena gewohnt hatte. Suchen Sie jemanden? Ja, vor ein paar Monaten wohnte hier eine junge Dame. Von Benthoven war ihr Name. Die war sogar Comtesse. Ich weiß, ist sie ausgezogen? Schon lange. Es ist bestimmt schon 6 Wochen her, aber so genau kann ich das nicht sagen. Ich erinnere mich aber, dass ihre Möbel abgeholt wurden. Schöne alte Stücke darunter, mein Herr. Tatsächlich? Sie sind wohl ein Freund der Comtesse. Ja, Sie können mir nicht sagen, wo ich Sie erreichen kann. Es hat mich ja nicht interessiert, aber mein Neffe ist ebenfalls Spediteur. Und er kannte den Fahrer des Möbelwagens. Die Reise ging nach Schloss Benthoven. Die Comtesse wird wohl zu ihren Eltern gefahren sein. Ist ja auch besser. Was soll ein junges Mädchen allein in der Fremde? Gewiss. Ich danke Ihnen. Oh, bitteschön. Schloss Benthoven also. An diesem Tag ging Gottlieb Graf von Benthoven mit seinem Enkelsohn Gerhard in die Stadt, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Gerhard! Um Gottes Willen, bleib stehen! Ihr Junge! Gerhard! Gerhard, mein Junge! Dir ist doch nichts geschehen. Nein, Opa. Ihr Mann doch hat den Jungen zurückgerissen. Er ist angefahren worden. Der Rettungswagen kommt sofort. Ich habe angerufen. Danke. Vielen Dank. Das war wirklich nicht meine Schuld. Der Junge ist mir vor den Wagen gelaufen. Ich konnte nicht so schnell bremsen.
Wenn der Mann dort den Jungen nicht zurückgezogen hätte, hätte ich ihn überfahren. Ist er tot? Nein, er ist nur bewusstlos. Er hat den Jungen gerettet. Hoffentlich hat er sich nicht zu sehr verletzt. Sie hätten aufpassen müssen. Der Junge hat sich losgerissen und ist plötzlich auf die Straße gelaufen. Es ging alles viel zu schnell. Glauben Sie mir, ich habe aufgepasst. Machen Sie doch dem alten Mann keine Vorwürfe. So etwas kann immer passieren. Machen Sie Platz, meine Herrschaft. Bitte sagen Sie mir, wohin Sie den Verletzten bringen. Ich möchte mich um ihn kümmern. Immerhin hat er meinem Enkelkind das Leben gerettet. Ins Franziskushospital. Aber ich glaube nicht, dass Sie schon heute dort etwas ausrichten können. Ich werde dennoch hinfahren. Oh, Schwester, ich bin Graf von Benthoven. Man hat eben einen Verletzten eingeliefert. Er ist angefahren worden. Ja, ich weiß. Wie geht es ihm? Er ist im Operationssaal. Ich glaube nicht, dass Ihnen jetzt schon jemand eine Auskunft geben kann. Ich möchte ja nur wissen, ob er durchkommt. Können Sie es ja mal versuchen. Einen Augenblick bitte. Nehmen Sie doch bitte da drüben Platz. Danke. Opa, ich wollte nichts Böses tun. Weine nicht, mein Junge. Bist du mir böse? Nein, mein Liebling. Das bin ich nicht, ganz bestimmt nicht. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Die Schwester kommt wieder. Ja, etwas Genaues kann ich Ihnen noch nicht sagen, Herr Graf. Der Verletzte hat einen komplizierten Beinbruch, ein paar Schnittwunden und möglicherweise Rippenbrüche, innere Verletzungen. Aber das steht noch nicht fest, da erst die Röntgenaufnahmen gemacht werden müssen. Wenn Sie vielleicht morgen nochmal anfragen würden? Wird er überleben? Ja, das kann man natürlich vorher nie genau sagen, aber wir haben schon Menschen durchgebracht, die schwerer verletzt waren als der junge Mann. Ich danke Ihnen, Schwester. Am nächsten Morgen berichteten einige Boulevardblätter von dem Unfall, bei dem sich ein Mann schwer verletzte, um einem Kind das Leben zu retten. Die findigen Journalisten hatten auch den Namen des Retters erfahren. Er hieß Philipp Sander. Auch Cora Bergmann las diese Nachricht in der Zeitung. Das ist doch gar nicht möglich. Mutter, hast du das gelesen? Was denn? Philipp hat sich vor ein Auto geworfen, um einem Kind das Leben zu retten. Er liegt schwer verletzt in einem Krankenhaus. Was macht er nur für Geschichten? Dennoch, recht nobel von ihm. Natürlich. Aber was hat er davon? Jetzt liegt er in einer fremden Stadt im Krankenhaus. Es wäre eine Gelegenheit für dich, dich wieder bei ihm in Erinnerung zu bringen. Du meinst, ich sollte ihn besuchen? Ob das einen Sinn hat? Na, hör mal. Wahrscheinlich wird sich dort niemand um ihn kümmern. Er ist ganz allein und krank. Und Männer sind viel intensiver krank als Frauen. Wenn du jetzt zu ihm kommst, wird er dir bestimmt sehr, sehr dankbar sein. Glaubst du wirklich? Immerhin solltest du die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen. Du kennst ihn seit Jahren. Also liegt es doch nahe, dass du dich um ihn bemühst, wenn er krank ist. Ja, und wenn er mich nicht sehen will? Aber Cora, Kranke sind für jeden Besuch dankbar. Und besonders Männer. Also gut. Vielleicht ist es wirklich ein Wink des Schicksals. Ich versuche es noch einmal, Mutter. Wenn ich aber diesmal kein Glück habe, nehme ich Oskars Antrag an. Du lieber Gott, Oskar Burgstedt ist doch 20 Jahre älter als du. Na und? Dafür sieht er noch sehr gut aus. Und er hat sehr viel Geld. Er kann mir ein Leben bieten, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und ich kann ihn um den Finger wickeln, wenn ich will. Du musst zugeben, das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil für eine Ehefrau. Es ist dein Leben, Cora. Ach, ich werde nicht jünger, Mutter. Noch kann ich wählen, aber in ein paar Jahren sieht es anders aus. Vielleicht hat Philipp Sander ja dieses andere Mädchen inzwischen vergessen. Wie auch immer. Du musst dich jetzt in Erinnerung bringen. Ich werde alle meine Waffen einsetzen. Philipp soll eine ganz andere Cora Bergmann kennenlernen. Besorgt, hilfreich und gütig. Ich bin sicher, dass sie ihm gefallen wird. Ich würde mich freuen. In ein paar Tagen ist Weihnachten. Günstiger konnte es gar nicht kommen. An einem solchen Fest muss der arme Philipp allein im Krankenhaus liegen, von allen vergessen. Er muss einsehen, dass er mich braucht. Am besten fahre ich noch heute rüber. Tu das, mein Kind. Du wirst sehen, dass es sich lohnt. Musik.
Im Morgenzimmer von Schloss Benthofen saß Verena mit ihrem Vater und sah die Post durch. Es schneite. Und hin und wieder glitt Verenas Blick zum Fenster hin. Die wirbelnden weißen Flocken hatten sie schon als Kind zum Träumen angeregt. Der Graf las die Zeitung. Aha. Philipp Sander heißt er. Philipp? Was ist mit ihm? Na nur, du tust ja, als sei er ein guter alter Bekannter von dir. Steht etwas in der Zeitung über ihn? Das wollte ich dir ja gerade erklären, aber du lässt mich ja nicht zu Wort kommen. Philipp Sander heißt der Mann, der Gerhard gerettet hat. Ich muss sagen, die Reporter lassen sich aber auch nichts entgehen. Da lies mal hier diese rührende Geschichte, die sie daraus gemacht haben. Lass mich sehen, Vater, bitte. Gern, hier. Tatsächlich. Wir werden Herrn Sander heute besuchen müssen, Kind. Schließlich sind wir ihm verpflichtet. Na, was hast du denn? Warum schweigst du? Du bist ja ganz blass geworden. Kennst du Philipp Sander etwa tatsächlich? Ja, Vater. Er ist also der Mann, der dich unglücklich gemacht hat. Das ist schon lange her, Vater. Ja, in diesem Fall ist es wohl besser, wenn ich allein ins Krankenhaus gehe. Du möchtest eine Begegnung sicherlich vermeiden, ein merkwürdiger Zufall. Man möchte fast an eine höhere Gerechtigkeit glauben. Nein, ich werde zu ihm gehen und mich bei ihm bedanken. Immerhin bin ich Gerhards Mutter, ich muss das tun. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Ich wollte dir nur eine peinliche Begegnung ersparen. Es ist keine peinliche Begegnung, Vater. Ich werde nachher mit der Klinik telefonieren. Es ist ja möglich, dass Herr Sander heute noch keinen Besuch empfangen darf. Ja, tu das bitte, Vater. Wenn man den Besuch gestattet, fahre ich heute Nachmittag zu ihm. Ich möchte das so schnell wie möglich hinter mich bringen. Du weißt, dass wir trotz allem in seiner Schuld stehen. Das vergesse ich nicht, Vater. Nach Auskunft des Krankenhauses ging es Philipp relativ gut. Außer dem Beinbruch und den Hautabschürfungen hatten sich keine weiteren Verletzungen feststellen lassen. Philipp hatte eine ausgezeichnete Konstitution und er fühlte sich schon wieder recht gut. Das Einzige, was ihn wirklich bedrückte, war die Tatsache, dass er nun den Besuch auf Schloss Benthofen für Wochen aufschieben musste. Dabei war er seinem Ziel schon so nahe gewesen. Er grübelte noch über sein Pech nach, als seine freundliche Krankenschwester sein Einzelzimmer betrat. Der Graf von Benthofen lässt Sie grüßen. Und außerdem ist Besuch für Sie da. Wieso lässt mich der Graf von Benthofen grüßen? Ich kenne ihn doch gar nicht. Ach, das wissen Sie nicht? Er war doch der Enkel des Grafen, dem Sie das Leben gerettet haben. Wirklich? Hat der Graf denn zwei Töchter? Das weiß ich nicht, tut mir leid. So, ich lasse jetzt Ihren Besuch herein. Danke. Bitte, Sie können zu Herrn Sander gehen, kommen Sie. Danke, Schwester. Verena. Es ist schon merkwürdig, dass wir uns so wiedersehen, nicht wahr? Aber ich bin gekommen, um dir für die Rettung meines Sohnes zu danken. Ich weiß nicht, wie ich das je wieder gut machen soll. Das Kind war dein Sohn? Mein unehelicher Sohn. Sein Vater ist vor Jahren kurz vor unserer Hochzeit gestorben. Ich wollte es dir damals nicht gleich bei unserer ersten Begegnung sagen. Ich wusste ja nicht, wie du es auffassen würdest. Und ich wollte dich deshalb nicht verlieren. Verena. Aber das ist ja jetzt alles nicht mehr wichtig. Du sollst nur wissen, wie dankbar ich dir bin. Und auch mein Vater, der dich herzlich grüßen lässt. Er wird dich in den nächsten Tagen ebenfalls besuchen. Verena, wie konntest du glauben, dass du mich wegen des Kindes verlieren könntest? Warum habe ich nie wieder von dir gehört? Hat dir unsere Begegnung so wenig bedeutet? Lange Zeit habe ich geglaubt, dass du in der Maschine bei Paris verunglückt bist. Erst vor wenigen Tagen habe ich erfahren, dass du lebst. Ich war bei deiner alten Wohnung, hörte, dass du in Schloss Benthofen umgezogen bist und wollte dorthin. Ich war auf dem Weg zu dir, als es zu diesem Zwischenfall kam. Ich erhielt einen Anruf von der Redaktion und musste nach Amerika. Es ging alles ganz schnell. Ich habe dann versucht, dich von New York aus anzurufen, aber ich konnte deine Telefonnummer nicht herausfinden. Aber warum wolltest du mich besuchen? Was hätte das für einen Sinn? Ich bin nicht wie andere, die sich mit einem Flirt zufrieden geben. Wie kommst du nur auf solche Gedanken, Verena? Ich liebe dich. Ich habe niemals aufgehört, dich zu lieben. Deshalb wollte ich ja zu dir. Du hast nicht das Recht, so mit mir zu reden, Philipp. Ich störe wohl. Cora,
Wie nett, dass du mich besuchst. Ich gehe schon, Frau Sander. Ihr Mann wird Ihnen erklären, warum ich hier war. Was soll das, Verena? Warum sprichst du Fräulein Bergmann mit Frau Sander an? Es gibt keine Frau Sander. Oh, diese Dame ist nicht deine Frau? Aber nein. Wie kommst du auf eine solche Idee? Ich liebe doch dich. Wie soll dich eine andere heiraten? Oh. Cora, was ist los? Was hast du angerichtet? Nichts. Heraus damit, Cora. Ich will die Wahrheit wissen. Schrei mich nicht so an. Die Wahrheit, Cora. Also gut. Hat ja doch keinen Zweck. Die Comtesse kam vor Monaten in dein Büro, um dich zu besuchen. Ich war gerade da, weil wir beide miteinander essen gehen wollten. Ich wollte nicht, dass sie dich wieder sieht. Sie sollte tot für dich bleiben. Deshalb habe ich ihr gesagt, dass wir verheiratet sind. Das darf nicht wahr sein. Jetzt bin ich wohl überflüssig. Allerdings. Alles Gute, Philipp. Danke. Mein Gott, und ich habe ihr geglaubt. Ich habe all die Wochen gedacht, dass ich nichts weiter als eine Liebelei für dich war. Jetzt ist mir alles klar, mein Liebes. Auch ich musste annehmen, dass du nichts mehr von mir wissen willst. Ja. Welch eine infame Lüge war das. Komm, Verena. Komm zu mir. Auch ich habe immer nur dich geliebt. Und es war so schwer für mich, mir vorzustellen, dass alles vorbei ist. Nichts ist vorbei, mein Liebes. Jetzt wird alles erst beginnen. Wir werden eine richtige Familie sein. Weine nicht, Verena. Du sollst nie mehr Grund haben. Nie mehr. Und Verena lächelte unter Tränen. Als Philipp ihr Gesicht zärtlich mit den Händen umschloss und sie lange küsste, vergaß sie alles, was geschehen war. Es war wieder wie damals, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Thank you.